Rund 10 Monate vor den Olympischen Sommerspielen 2024 steht die Austragungsstadt Paris vor einer großen Herausforderung. Kinos, die Metro und weitere Züge scheinen von Bettwanzen befallen zu sein. Die Stadt ist in Panik, aber zu Recht. Im Netz kursieren zahlreiche Videos, die den Schädlingsbefall zeigen sollen. Laut der Betreibergesellschaft der Pariser Metro, RATP, heißt es jedoch, kein erwiesener Fall von Bettwanzen wurde in den letzten Tagen in Metro, RER, Tram und Bus festgestellt. Dieses Statement zitiert der Sender France Info. Doch auch die französische Politik ist wegen des vermeintlichen Befalls in Aufruhr. Die Präsidentenpartei Renaissance will in der Nationalversammlung über Bettwanzen sprechen. Laut France Info will sie außerdem einen Gesetzesentwurf zur Prävention vorlegen. Emmanuel Grégoire, der Bürgermeister von Paris, sei laut dem US-Sender CNN aber nicht beunruhigt. Auch die Olympia-Austragung im nächsten Jahr sehe er nicht gefährdet.